Diese auf Glas gemalten Bilder stehen im historischen Kreuzgang des ehemaligen Dominikanerklosters von Konstanz. Wir stehen unmittelbar vor der festlichen Eröffnung der Ausstellung. Zu diesem Ereignis haben sich auch prominente Gäste eingefunden. Eine wirklich feierliche Vernissage für den bekannten Glasmaler Karl Schaufelberger. Die einleitenden Worte werden nun vom Direktor Hans Orues gesprochen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Karl Schaufelberger, was Künstler, Dichter und Denker zum Thema Kunst schon alles gesagt haben, wollen wir nun aus berufenem Munde hören. Ich kann diese berühmten Kunstzitate nicht so gut und vor allem nicht so charmant vortragen wie eine Dame, die wir alle sehr verehren, die mit ihrer Stimme vielen Millionen Fernsehzuschauern bekannt ist. Es freut uns sehr, dass sie sich bereit erklärt hat, unserer schlichten Feier einen besonderen Glanz zu verleihen. Ich begrüße Caroline Reiber. Und Caroline weiß natürlich nicht, dass die ganze Veranstaltung von uns gesteuert ist. Einzig der Künstler, Karl Schaufelberger, ist echt. Er hat für die heutige Veranstaltung 70 Bilder auf Glas gemalt und freut sich auf die Laudatio. Ein ganz herzliches Grüß Gott, sehr verehrte, liebe Karl-Jakob Schaufelberger, sehr geehrte Damen und Herren. 35 wunderschöne Bilder auf Glas gemalt, habe ich schon bewundert. Ich meine, Glas ist ja zwar das Symbol der Zerbrechlichkeit. Karl-Jakob Schaufelberger hat aber dem Glas mit seinen bildhaften Malereien Beständigkeit verliehen. Er hat die Zerbrechlichkeit eigentlich einfach übermalt mit seinem Werk, dem Totenglas Leben und künstlerische Qualität verliehen. Glück, Ehre und Ruhm in der Kunst, nur ein allzu viel an Maß zerbricht so schnell und leicht wie Glas. Erst der Südflügel und jetzt der Nordflügel. Es zerbricht so schnell wie Glas. Das ist jetzt ein Schock. Ich glaube, wir sind alle ganz fassungslos. Ja, ich auch. Von dem, was die nun hier Bilder liegen am Boden, aber ja. Unsere Sendung, verstehen Sie, Spaß. Ich werde verrückt. Das darf ja wohl nicht passieren. Ich war so blass. Aber das ist ja nicht das Schlimmste. Ich habe ja den Herrn Schaufelberger angeschaut und da blieb mir also jedes Silbe im. Sie haben vielleicht mitgespielt. Es war auch ein Schreck. Ja, ja. Also. Und die Perücke auch noch ab. Und das auch noch ab. So. Ach, mir fällt ja ein Bild vom Herzen.